Hey Leute, da sind wir wieder. Freut mich, dass ich euch nochmal sehen kann. Tschüss, macht's gut. Oh, ich hätte sagen sollen, ich helfe nicht mehr mit ihren Kackweingut. Sondern selbst sehen, wie sie ihr Wein brauen. Hallo. Guck mal. Oh. Nein, warte. Explosionsradius. Hier, fangen. Fangen. Und nochmal. Ja. Und nochmal. Jubi. Was haben wir noch? Explosionsradius. Fangen. Hey du. Überraschung. Au. Au. So, das ist die Kackdrohne von vorhin. Oder vielleicht auch nicht. Wo ist sie hin? Hallo? Hey du! Oh, tschüss! Das ist die Drohne von vorhin. Wo ist sie? Ich sehe sie so halb, aber irgendwie auch nicht. Oh. Warte. So. Nein, noch nicht. Ja, Moment, ich kann gerade nicht. Ja, wegen dem Monster bin ich hier gefolgt. Ich muss es zerstören, wenn ich die Endriagen loswerden ja, möchte. Ja, sind wir schon dabei. Tschüss, Endriagen. Mach's gut. Also, ich halte mal ganz kurz fest, ja, hier liegen schon tote Menschen, die bereits im fortgeschrittenen Stadium der Verwesung sind. Da sind so Eier von so Viechern, die hier auch rumkriechen, von diesen Entriagen, und die Leute laufen einfach weiter auf dem Feld rum. Also, ja, nein, geh einfach, geh! Also ich muss ja sagen, ich bin nicht besonders gut auf Insekten zu sprechen. Aber ist das nicht vielleicht etwas sehr... Naja, wie nenne ich es mal ganz freundlich? Ist das nicht etwas sehr unbesonnen oder sehr unbesorgt? Einfach so dann wieder dahin zu laufen und zu sagen, ja komm, da wachsen zwar so super Mutanten-Plöpsel auf unserem Weingut, aber es ist uns voll egal. Wir arbeiten trotzdem weiter, ist das nicht... Naja, nicht so schlau. Ich höre doch schon wieder Wölfe. Ich höre euch doch, ihr kleinen Schlingel. Ich warte ganz kurz. Ach, es geht schon wieder. Ich laufe hier nicht mehr ungeschützt rum. Schutz ist das halbe Leben. Hui! Vor allem, wenn man Geralt heißt. Hallo! Tut mir leid, kleiner Panda. Ich wusste nicht, dass du hier bist. Nein, gegen euch kämpfe ich jetzt nicht. Ihr seid nämlich wieder ein Rudel und habt hier so einen Warg dabei. Und der Warg, der zerpflückt uns wieder in der Luft. So, vier Probleme haben wir noch. Ich hätte reiten sollen, das wäre sehr viel schneller gegangen, aber okay. Ich sehe noch nichts. Das Medaillon hat vibriert. Ich weiß nicht, war das deswegen? Guck mal da hinten, Schafe, wie süß. Was ist los? Alter, entspannt euch mal. Schreit mich vor allem mal nicht so an, ja? Das wäre recht nett. Och nee. Ach komm schon. Oh Mann, wieso?
ist heute echt nicht mein Tag. Ja, warum? Okay, Tausendfüßler sind definitiv besser als diese widerlichen Blumen. Aber, naja, also, es sind nicht nur Blumen und es sind nicht nur Enteriaken, nein, es sind auch Tausendfüßler, die hier auf dem Gelände rumkrabbeln. Ist okay. Brief an Gregor Pyxide. Werter Herr. Ich hoffe sehr, dass du dich besser Gesundheit erfreust, wenn du dieses Schreiben erhältst. Gemäß unserer vorausgegangenen Korrespondenz möchte ich gerne ein geologisches Gutachten bei dir in Auftrag geben, um herauszufinden, wo sich der geeignetste Boden für die Erweiterung der Anbaufläche unseres Weingutes befindet. Ich gehe davon aus, dass von meinem Boden den Vorschuss erhalten hast. Ich möchte dich noch darauf hinweisen, dass du den Gerüchten, die verschiedene Bettler und Rumtreiber in den letzten Wochen in unserer Gemeinde verbreitet haben, keinen Glauben schenken solltest. Wir haben hier auf unserem Gebiet keine Probleme mit Riesentausendfüßlern oder irgendwelchen Monstern, zum Beispiel riesigen Blumen oder Insekten, die dich zerfleischen könnten, sodass du deine Arbeit unverzüglich ohne Furcht beginnen kannst. Ich wünsche dir viel Erfolg und warte mit Spannung auf die Ergebnisse. Mit freundlichen Grüßen, Graf Wladimir Crespi. Da hat der gute Herr Crespi aber ein bisschen gelogen, möchte ich mal anmerken. Also ich weiß ja nicht, ob er es gemerkt hat, aber es gibt hier schon so den ein oder anderen riesigen Tausendfüßler. Haben wir da oben eine Höhle? Nein. Ist nur ein ausgehöhlter Eingang. Nun gut. Hätten wir dies auch geschafft? Plötze, mein Freund, komm her. Wir haben einen Auftrag zu erledigen. Und dafür müssen wir gehen Süden. Süden? Ja, das ist Süden. Alles klar. Ich meine, es ist vollkommen egal, in welche Himmelsrichtung wir reiten, aber es ist schön, sowas mal zu sagen. Und da sind ja Wildpferde. Ich wüsste halt manchmal echt gerne, wo wir hinreiten, bevor ich dort bin. Mach langsam. Miau. Gut, wobei vielleicht, wenn ich es wüsste, wo wir hinreiten, würde ich mich vielleicht eher dafür drücken. So, damit werden wir wieder voll aufgeladen und bereit für den nächsten spannenden Kampf. Voller Enthusiasmus begeben wir uns auf den Weg. Wir stellen plötzlich echt schon 70 Schritte vorher ab. Komm schon. Wer denn? Ach nee, komm schon mal. Au! Spaß mal einen weg. Aua. Natürlich, da trifft er uns doch mal. So,
weg. Noch einer da. Na komm, das war aber ähnlich getroffen. Also man muss schon sagen, die Tausendfüßer sind echt gute Gegner. Das muss man denn lassen. Hier brüten die Riesentausendfüßler. Ich sollte das Nest zerstören. Ja, das denke ich aber auch. Und zwar wirklich ganz, ganz dringend. Also ich kämpfe gegen die Tausendfüßler dann doch sehr viel... Flommen. Viel, viel lieber als gegen die... komischen Blumen. Na du armer Kerl. Liste mit Belgrads Siegeln. Wie viele Briefe wir hier einfach finden, huch. Lieber Gabriel, wie du sicherlich weißt, ist nach dem Tod des Grafen die gesamte Verantwortung für Belgrad in die Verwaltung und die Verwaltung mir zugefallen. In dieser Funktion wende ich mich an dich und bitte um Hilfe, da du sowohl der beste Wünschelroutengänger im ganzen Herzogtum und ein lieber Freund bist. Ich hoffe, dass du mir deine Dienste zur Verfügung stellst. Schon seltsam, dass ich deine Dienste beim Verwalten meines Weingutes einmal brauchen würde. Und gleich erfährst du auch warum. Vor seinem Tod hat Graf Crespi eine besondere wertvolle Ladung Setzlinge bestellt und wenn wir sie nicht bald einpflanzen, verwelken sie und gehen kaputt. Leider hat der Graf nicht gesagt, wo wir auf dem Gut den Boden für diese Setzlinge vorbereiten sollen. Der Geologe, der Graf beauftragt hat, uns den geeignetsten Boden zu zeigen, hat seine großzügige Bezahlung eingestrichen und ist verschwunden. Es könnte nicht sein, dass er zufällig von Riesentausendfüßlern gefressen wurde. Es würde mich nicht wundern, wenn er nur ein Betrüger ist oder seine Einzelteile irgendwo verstreut liegen. Aber nun zur eigentlichen Sache. Ich möchte dich bitten, dein Können als Wünschelroutengänger einzusetzen und uns zu sagen, wo wir diese wertvollen Reben einpflanzen sollen. Hoffentlich hast du Erbarmen mit einem alten Freund und nimmst dich umgehend dieser Angelegenheit an. Zwar sind die Kassen von Belgrad leer, aber ich werde einen Weg finden, dich für deine Mühe zu belohnen. Dein Freund, Terry Prise. Ja, belohnt mit dem Tod. Auch schön. Also ganz ehrlich, wenn mir jemand den Tod als Belohnung anbietet, da lehne ich doch lieber ab. Ist wohl dann nicht ganz so gut gelaufen. Bist du Plötze? Plötze, du warst gerade nackt, du Frechdachs. Deswegen habe ich dich nicht erkannt. Weiter so, Plötze. Ja, Plötze, zieh dich bitte weiter an. So, ein Auftrag wieder erledigt. Das ist schön. Zwei haben wir noch. Das Weingut ist einfach so riesig. Das ist unglaublich. Hallo? Stecken geblieben im Superbusch. Oh, hier gibt es auch ganz viele Superbüsche, so wie es aussieht. So, schön langsam drumherum gehen. Also ich hoffe, dass die nächsten Aufträge auch erstmal 1000 Füßler sind und dann auch höchstens 2, weil 2000 Füßler kann man echt gut besiegen. Das geht eigentlich relativ gut, wenn man weiß, wie die sich bewegen, sind das bis jetzt tatsächlich, finde ich, die einfachsten Monster. Überall immer diese Katzengemauze. Nicht so schnell, Plätze. Ja, was ist das denn da oben? Das sieht ja aus wie ein Ketsu. Wer das zufällig kennt. Wer das nicht kennt, der hat definitiv was verpasst. Na ehrlich mal, das sieht tatsächlich aus wie ein Ketsu. Na gut. Ey, du da. Na? Was bist du denn? Au. Was ist das? Schleimling? Lass mich in Ruhe. Ah, ich hasse Fliegtiere. Haben wir schon mal gesagt? Oh, vor allem wenn die kleine Feuerbälle spucken.
Und ein schnelles Vieh ist auch noch. Na, Glückwunsch. Na, komm doch her. Na, komm doch her. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Wie sieht das Vieh überhaupt? Ganz ehrlich. Also ich finde, wir machen uns recht gut als Hüpfer. Können wir damit was machen? Hehehe. Aus der Luft gepflückt. Okay, das ist lustig. Wie lange soll ich noch? Ja, weiß ich auch nicht. Okay. Immer mit der Ruhe, nichts überstürzen. Es setzt sich jetzt im Flug an. Das ist recht lustig, das Vieh aus der Luft zu pflücken. Gott sei Dank. Ohne zu sterben. Yeah! Der Ketsu-Schleimling ist tot. Geralt macht erstmal eine Pause, denn es war ein sehr anstrengender Kampf für ihn. So, sind jetzt die Menschen zurück? Tatsächlich. Darf ich das Vieh noch ausnehmen? Ich meine... Ah gut, es liegt hier noch irgendwo rum, zumindest seine Innereien. Das ist nett, dass hier noch jemand weggeräumt hat. Dankeschön. Macht's gut. Nett, dass ihr nicht gleich alles weggeräumt habt. Hui. So, weißt du, der hat da zwar gerade meditiert, aber nichts... Kann ich nicht machen. Hat da meditiert, aber nichts aufgeladen. Das finde ich ein bisschen mies, aber okay. Kann ich jetzt? Jetzt, okay. Ich möchte natürlich nicht ohne Ausrüstung und überhaupt ohne Leben und ohne meinen Lieblingstrank. Halt. Möchte ich natürlich nicht losreiten. So, jetzt einmal komplett ans andere Ende von da, wo wir gerade sind. Das ist, weil die Questführung immer so wunderbar ist und uns so dämlich gefühlt hat, dass wir erst, wir haben in der Mitte angefangen, haben uns nach links durchgearbeitet und dann die Quest ganz rechts machen zu müssen. Komm jetzt. Das ist natürlich wunderschön. Ich hoffe, die Viecher da lassen uns schön in Ruhe. Lasst mich bitte weggehen. Ich bin nur ein einsamer Arbeiter. Lasst mich bitte hier lang reiten. Yay! Oh, das war doof. Oder? Go, Plätze. Komm schon. Oh, ich zittere am ganzen Leib. Warum? Weil ich hier unten mit meinem Pferd im Wasser stecke? Na komm schon. Ah, sehr gut. Plötzlich, du bist super. Zwar wäre es schneller gewesen, dann hätten wir die Brücke genommen, aber egal. Nicht so schnell, Plötzchen. Ja, gut, ich nehme die Brücke. Lauf, Plötzchen. So. Brücken werden doch eh vollkommen überbewertet. Hey, Wildpferde, hier gibt's voll viele. Überleg mal, in Novigrad oder so haben wir, glaube ich, niemals so viele gefunden. Achtung. Dankeschön. Oh, da freut sich aber, wenn wir ihn umreiten. Da gibt es zum Glück nur einen Weg, da kann ich plötzlich einfach so reiten lassen. Das geht ganz gut. Manchmal funkt es... Hallo, ich bin angeschlossen. Reit weiter, reit weiter, reit weiter. Die dürfen da schön in Ruhe weiterbleiben. Was auch immer das für Viecher waren. Ist mir relativ egal im Moment. Neblinge, alles klar. Dachte ich mir fast schon, weil es hier so neblig ist. Aber ich wollte keine Vermutungen äußern, bevor ich nicht ihren Namen gesehen habe. Die Frage ist natürlich, welche wunderbaren Tiere müssen wir jetzt noch besiegen? Hier haben die Gelehrten ihr Lager aufgeschlagen. Ich sollte mich umsehen. Wieso? Heya! Nein! Mach ich jetzt nicht.
Wir sind gegen was anderes hier unterwegs. Wir stecken fest. Wir stecken in Ruinen fest. Ich rufe dich gleich wieder, Plätze. Ist mir aber zu anstrengend, mit dir hier durchzugehen. Ich höre da noch irgendwas laufen oder so. Ich will nicht wissen, was es ist. Ich gehe einfach. Macht's gut. Man sieht sich irgendwann. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Tschüss. Hilfe. Macht's gut, ne? Hui. Person in Not. Hey, Leute. Na? Au. Komm schon, komm näher. Ich trage kein Toupet. Das ist alles Naturhaar. So, einer weg. Bitte lassen Sie meinen Rücken in Ruhe. Das wäre ganz nett. So. Einer verbrannt. Mach mal Platz da. So. Na du. Trifft er mich tatsächlich noch? Gibt's ja nicht. Ja, schwing mal nicht so große Töne, mein Kumpel. Du bist nämlich gleich ein bisschen tot. Deine Kumpels sind schon tot, da macht niemand mehr mit dir gemeinsame Dinge. So. Haben wir es zu Ende gebracht. Hey, Nadu. Ich danke dir. Ohne dich. Tja, diese Banditen meinten es ernst. Ich könnte dir was schmieden, als Dank. Aber dazu muss ich erst in meine Schmiede nach Belgard zurück. Los, die Zeit drängt. Das trifft sich gut, weil unser Schwert ist ja gerade stumpf geworden. Und damit haben wir jetzt in jedem Weingut, also wir haben jeweils, also wir haben einen Schmied, einen Rüstungshersteller und eine Krautfrau, nenne ich sie mal, eine Kräuterfrau gerettet. Und damit haben wir jetzt einfach drei neue Händler freigeschaltet. Vielen Darauf wollte ich hinaus. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe. Möchtest du dir meine Waren ansehen? Nein, ich bin nur einfach so mitgekommen, weißt du? Natürlich will ich deine... Moment. Was hast du im Karoberta-Wald gemacht? Und wie haben dich die Banditen gefangen? Nach dem Tod des Grafen hatte ich kein Geld mehr für Rohmaterial. Keine Fassreifen, keine Werkzeuge. Also bin ich mit... Entschuldigung. ...ein paar Tagelöhnern in den Wald gegangen. In diesen Elfenruinen gibt es jede Menge Sachen zu finden, wenn man tief genug gräbt. Die Leute sagen, dass es dort spukt. Aber ich habe keine Angst vor Elfengeistern. Ein rationaler Mann. Rational oder abergläubisch, das spielt keine Rolle. Ich habe nun mal keinen einzigen Geist gesehen. Nur diese Hanse. Gut. Ich hatte wohl mehr Glück als Verstand, weil du gekommen bist und mich gerettet hast. Zeig mir, was du hast. Hast du vielleicht zufällig ein paar tolle neue... Leider gar keine Schwerter für uns, sehe ich das richtig? Ja, tolle Dinge, die unsere Angriffskraft verbessern, aber keine Schwerter. Du bist ja ein Scheißhändler. Mach's gut. Tschüss. Bis irgendwann. Bis dann. Dann müssen wir halt selbst unser Schwert verbessern. Und außerdem, daran habe ich überhaupt nicht mehr gedacht, wir haben ja... Moment, ich hau hier erstmal so ein Schmiededings drauf. Und dann machen wir hier das da. So, hast es verdient, kleines Schwert. Wir haben ja einiges an Rüstung gefunden. War das jetzt, ist das jetzt besser? Mal sehen. Nö, nö, nö und nö. Sehr schön.
Das sind tolle Dinge, die wir gefunden haben. Einwandfrei. So, die feine Gesellschaft. Ich bin zurück. Mit ein paar mehr Narben. Ich habe mich auf Belgard um die Probleme gekümmert. Das Weingut müsste jetzt in brauchbarem Zustand sein. Wunderbar. Somit übertrage ich dir, Kraft meines Amtes, das Recht auf das Belgard-Weingut und vertraue darauf, dass du das Anwesen und seine Ressourcen gut nutzt. Vortrefflich. Ah, ich kann die reifen Trauben schon fast riechen. Das werden wir dir nicht vergessen. Hier, dein Lohn. Aber es ist noch nicht alles. Komm uns bald besuchen. Wir haben eine Überraschung für dich. Mach ich. Bis dann. Die Feinherren haben eine Überraschung. Vielleicht einen gezähmten Riesentausendfüßler? Oder vielleicht, eine super tolle Mutantenpflanze? Ich weiß es nicht. Und wir werden es auch erst in der nächsten Aufnahme erfahren, denn ich mache jetzt erstmal eine Pause. Eine Aufnahmepause. Weil ja heute einfach nicht mein Tag zu sein scheint. Und naja, die Folgen müssen geschnitten werden, wobei morgen. Ah, das wird wahrscheinlich auch schon wieder knapp. Naja. Ist irgendwie gerade ein bisschen immer knapp mit Aufnehmen. Es tut mir echt leid. Aber ich gebe natürlich mein Bestes, dass trotzdem nicht allzu lange immer was ausfällt. Es tut mir halt echt leid, aber manchmal geht es einfach nicht anders. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Was macht die da eigentlich? Kann ich eigentlich? Entspann dich mal. Ich habe doch gar nichts gemacht. Guck mal, geht doch gar nicht. Ich wollte dich eigentlich voll ärgern. Ach, wie süß. Hey, guck mal. Piu. Trollig. Na gut. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Aufnahme. Ich hoffe, dass ich da ein bisschen besser in Form bin. Ey, guck mal. Ach doch, wir können rein. Wir sind ein Spanner. Wir verstecken uns hier im Busch. Ein paar hübsche Damen unter einem Feigenbaum. Ist wahrscheinlich gar kein Feigenbaum, aber egal. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Und bis dahin werde ich im Busch stehen und weiter Leute beobachten. Vielleicht können wir ja auch da irgendwo in ein Fenster reingucken. Oh, mein Busch ist weg. Naja. Bis zur nächsten Aufnahme. Vielen Dank.